Willkommen beim Malaysia-Job in Uncharted 4. Das ist auch eine schöne Rückbesinnung auf Teil 1, weil da soll es doch auch ein Tauchlevel geben, was sie dann rausgeschnitten haben. Ehrlich? Ja. Wusste ich gar nicht. Das Was ist. ich weiß, ist, dass man zum Aufsteigen X gedrückt halten soll. Aber wir sind jetzt zum Tauchen hier, nicht zum Aufsteigen. Richtig. Wie schön das aussieht. Mal wieder. Lass mal hier doch den Kelb. Ist es Kelb? Heißt es Ich so? wusste nicht mal, dass es das Kelp heißt. Ja, siehst du mal. Wo ist irgendwie zwischen Kelp und Krill? Krill schwimmt so rum. Krill ist tierisch. Achso. Was ist der Unterschied zwischen Krill und Krull? Krull ist ein schlechter Fantasy-Film der 80er Jahre. Was ist denn zwischen Krull und Skrull? Skrull sind diese Marvel-Helden. Was ist der Unterschied zwischen Skrull und Schurken. Skull? Und zwischen Skull und Skull? Ihr merkt schon, bei uns lernt man noch was. Und hier gibt's was. No rust, right color. Maybe hit the rocks, tore off before tumbling. Hey, you're mumbling. Sorry. It looks like a piece of our wreck. Must be close by. You're teasing me now, Drake. You're teasing me. Wie spricht man denn eigentlich unter Wasser? Der hat ja so eine Maske auf und keinen klassischen Mundstopsel. Okay. Heißt das übrigens in Fachsprache. Ah, there you are. I found it. All right. How's it look? It's beat up, but intact. Na? What do we got here? All right, I can see the cargo. It's like most of the crates are here. Can you get an accurate count? I'm gonna have to go inside for that. Stand by. Muss man ihnen auch hoch anrechnen. Alright, here Die we go. schaffen ein Unterwasserlevel, wo man sich nicht vorkommt wie der letzte Depp, wenn man sich da bewegen will. Ja. There. Morning, fellas. All right, I'm in. Well, looks like a lot of it's still strapped down. See, we got one, two, three, five, six. Okay, by my count, we're shy two crates. I'm gonna go round them up. Hold on. How about you come up first, get a fresh tank? Ah, the crate's gotta be nearby. I got this. Da ist schon mal die erste. Found one. Crap. The crate's pinned beneath the trailer. Tell you what, secure the other crate first, then we'll lift the trailer up for you. You see, that's why you get paid the big bucks. Yeah. Übrigens auch eine coole Sache. Found the other crate. Sind so one down, one to go. Typische secure it in the trailer. We're nearly at your position. All right, see you soon. Quicktime-Geschichten, dass man hier so auf X oder X hämmern muss, um hier irgendwie was anzuheben. Und das kann man im Menü umstellen, dass man X nur gedrückt halten muss. Und das haben die Macher Naughty Dog gemacht, weil ein Fan mit einer Behinderung, die darauf hingewiesen hat, von wegen so, Ja. ja, ich tue mich da so schwer, wenn meine Hand irgendwie beschädigt ist, irgendwie Ja. diese Tasten schnell zu drücken, könnt ihr nicht die Option auch machen, dass man es nur drückt oder könnt ihr euch damit was Ja. einfallen lassen? Alright, that's one crate secure. Gute Sache. Good timing. We're right above you. Sling's on its way down. Das ist sowieso was, wo sich echt viele Spiele eine Scheibe von abschneiden können. Also nicht nur so Steuerungssachen, Krass. sondern auch was, na halt Leuten, die halt sonst mit dieser Art Spielen nichts anfangen können, den Einstieg hilft, wie auch dieses Auto-Aiming und so, und dass du den Schwierigkeitsgrad so frei einstellen kannst und Okay, got the Zip cable. und Zap. Gonna try looping it around one of the axles. That should work. Yeah. Ich würde ja mal gern sehen, wie jemand, der noch nie ein Spiel gespielt hat, ob der mit einem Uncharted klarkommt. Kannst du bestimmt ein Video auf Polygon. Das war gemein. Da, falls ihr nicht wisst, worum es geht, das war irgendwie jetzt in den letzten Wochen wohl der große Internet-Hype, dass die Kollegen von Polygon.com haben ein Doom, was ist Testvideo, Guck, guck, ganz kurz, Preview-Video? guck dir mal an, wie das hat dabei der Tilo von Kotaku so begeistert, wie krass gut die Seilphysik ist, wenn er hier das so umwickelt. Ja. Entschuldigung, ja. Jedenfalls hat er eben als einer der ersten Menschen das fertige Doom gespielt und dann da irgendwie eine halbe Stunde oder so Spiel hochgeladen und er konnte das halt gar nicht. Und jedenfalls ist es der Running Gag, dass die ja gar nichts können und
die sollen doch ihre, weil die sich doch dann eher feministisch eingestellt sind, die sollen hier ihre Feminazi-Posts machen und nicht Computerspiele spielen, weil das machen die echten Männer besser. Aber das ist schon krass, also der stellt sich echt an wie der erste Mensch. Dem kann ich aber jetzt... der hat mein vollstes Mitleid, weil ich war ja neulich bei... in München bei so einem Nvidia-Event, wo ich als einer der ersten der Switcher-Add-on Blood and Wild spielen konnte. Ja, du musst da so. Und das zuhaken. War so schwierig, weil das war von der Aufnahmesituation hier ein bisschen kompliziert. Okay, Trailer secure, ready to go. Dann habe ich mich so gefreut, so, ja, boah, geil, jetzt können wir hier euch da draußen den Anfang von Blood and Wine zeigen. Hat sich hinterher herausgestellt, dass das komplett, was bitte? Ja, du musst da weg, sonst kann das nicht anheben. Hat sich herausgestellt, dass da beim Sound was total schief gelaufen ist, weswegen die ganze Footage nicht brauchbar war. Deswegen konnten wir es euch leider auch nicht zeigen, falls ihr euch schon gewundert habt, wo das bleibt. Aber letztlich ist es gar nicht so schlimm, weil ich habe mich da so dumm angestellt und dann die ganze Zeit auf die... Muss weiter weg, das ist ja das. Achso, noch weiter weg. Oder? Oder muss... Jetzt, ja. Ich habe mich halt so krass dumm angestellt, weil du musst ja die ganze Zeit auf die Aufnahme achten und dann hat der Kollege von CD Projekt noch die ganze Zeit geredet. Okay, then enough? Und ich hatte halt auch schon echt lang nicht mehr Witcher gespielt. Insofern war ich dann gar nicht so böse, aber das hätte man echt niemandem zeigen können, wie ich mich da angestellt habe. Das war im ersten Video schon schlimm. Naja. Lange Rede, kurzer Sinn. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein Monster Truck. Achso, ich musste hier hämmern. Ich hämme mich gerade auch besonders gut an. Aber lange Räder, kurzer Sinn, ist voll gut. Ne, lange Räder sind so... du musst es reinlegen. Werftfamilien, hochgewachsene, lange Kerls aus Norddeutschland. Naja. Ihr merkt schon, unser Witzniveau hat sich nicht geändert in all den Jahren. Warum auch? Come on, come on. There you go. Spanngurt. Oh boy. Oh boy. All cargo present and accounted for. Yeah, with 5 minutes of oxygen. Sister? Jesus. Hey, maybe you should hang out then. See if you can find some other treasures down there. Ziehen die das jetzt hoch oder soll ich einfach auftauchen? Du musst auf den dich da draufstellen. Ach so. Let me know when you're on the sling. Das hättest du schon mal gespielt. Nö. Ich hab echt alles vergessen schon wieder. Der Segen des Alters. Quatsch. So cool. I'm better now than I'm out of that river. I'm gonna stink like fish for a week. Alright. We're gonna come to you, hang on. Hang on. What's up, boys? Good to have you back, Drake. Yeah, it's good to be back. Toss down your gear. Here you go. Thanks. Whoa, this tank's kind of light. I'm just making your job easier, right? Das ist schon eine geniale Idee. Ja. Dass man ihn da erst tauchen lässt und dann so, oh, was soll wohl diesmal rauftauchen? Ja. Und dann so, oh ja, ein bisschen Schrott. Es gibt jetzt auch so optionale Dialogsequenzen. How'd we do? How do you think? Full recovery? Every last bit. Making the rest of us look bad. Making the rest of you look good. Oh, hier liegt ein Schatz. Pling. Was gibt's? Ein Token für eine Arcade. Government's like 10 years behind the rest of the world. Wait a minute. What is?
Oh, this isn't right. Let me read this. Geh mal dahin, da kannst du zuhören. We'll wrap it up as fast as you can. We got shipping vessels waiting. Don't you worry. Dick. Was ihr auch denkt, wer halt den Luxus hat, nur für so einen 10 Sekunden Atmosphäre aufbauenden Gag extra das Schiff und diesen Dialog da reinzubauen, nur dass es halt realistischer wirkt. My hero. Come on, let's go see what you brought us. Hey, so how about you let someone else be point man next time? You've earned a break. No, no thanks. Take a dive over being at the office any day. Yeah, well, either way, it's gonna be a while till the next dive. What are you talking about? What about Thursday's job? Mm-mm. Oh, come on, no. Got underbid. You gotta be kidding me. Hey, competition's tough. Let's see here now. Care to do the honors? Ooh. Yeah, sure. Half-Life 3 confirmed. Wow. Look at that. We struck copper. Well, you'd be surprised how much this stuff is worth. Client's paying good money for the full recovery. Sure you don't want to just melt it down, make some pennies? Come on, let's go celebrate. First round's on me. Bar hopping with you guys? No. Not unless there's hazard pay. It's all the same to you. I think I'm just gonna do the paperwork and get home and crash. Rain check, though? All right, suit yourself. Hey, good work today. Thanks. Hey, Nate, hold on. Hey, what are you doing here? Got a present for you. Present? What's this? Got some news from a contact about that wreck off the coast of Malaysia. Oh, no. The ship's intact. Yeah? Cargo's right for the picking. You are a persistent one, I'll give you that. And all the money came through for the equipment, too. We are all set. Except, my best guy. The guy I trust for the job, the only one, he's got cold feet. My feet were never warm to begin with. And tell me, this contact of yours, you get the permits? No, he did not get the permits. Can't no one get the damn permits. Of course not. But Nate, don't you see that works in our favor? No permits means no competition. The ship is ours. No permits means no go. Nate, this is retirement money. For the both of us, okay? I don't know about you, but I don't want to be working salvage when I'm 60. Do you? Sure beats prison. No. Listen, I have to pass. And trust me, so should you. Okay, just take it with you. Humor me. I'm not gonna change my mind. Well, then don't hurt to sleep on it, does it? Say hi to Carla and the kids for me, okay? All right. No pressure, Nate. But think about it. Really did your homework on this one. Joa. Ne? So war da so umkringelt sogar. Narrowed down the search area. It would make a hell of a find. Son of a bitch. Da kitzelt's natürlich beim Nate. No way. You are going with the others. Ah, so nett. Ich könnte durchdrehen, so nett ist das gemacht. Die hatte lauter so Erinnerungsstücke an vergangene Abenteuer. One of the stranger things I've collected along the years. Da kann ich mich jetzt gar nicht... Kannst du dich an das erinnern oder ist das vielleicht aus dem Vita Golden Uncharted Abyss. Golden Abyss, weiß ich nicht. Immer noch nicht durchgespielt habe. Noch nicht mal wieder weitergespielt. Ja, was das lustig ist... Hm? Das ist wohl Shambhala oder beziehungsweise aus einem Zweier, oder? Ungefähr. Siehst du den Kopf, der da hinter ihm liegt? Wo denn? Der da, als da, also geradeaus, wenn du dieses große, dieser große Kopf, der liegt da oben bei mir im Zimmer.
Aha. Ich habe hier sowas ähnliches. Ich habe so einen Barong-Kopf. Das ist so eine aus. Wo ist das her nochmal? Ist das Thailand oder so? Ich weiß es gar nicht. Ihr habt das zuerst gehört. Das war der erste Teil. Genau. Mit dem U-Boot. Was ist das, ein Tagebuch oder was? Sir Francis Drake takes a bullet for Sully. Ach stimmt, das war auch im ersten. Ja. Oh. Das ist so nett, ich könnte durchdrehen. Ja, ist echt schön gemacht. Und vor allem, wenn du jetzt halt irgendwie keinen Bock hast, kannst du da einfach durchlaufen und musst dich damit nicht abgeben, so ungefähr. Und alle, die das halt noch kennen, die stöbern hier halt gern. Ja. Und schaut mal, wie detailliert das ist. Das ist so geil. Ah ne, hier ist der zweite Teil. Miss you, pal. Ist der gestorben eigentlich? Wie war das nochmal? Nee, ich glaube, die haben den, das ist der, wie hieß der nicht auch Tenzin? Tenzin, ja. In Anlehnung an Tenzin. Den er nie verstanden, also, yeah. Okay, buddy. Don't understand a word you say. So Francis and his elaborate puzzles. War das dann schon im dritten? Nee, ich glaube, das war im ersten, oder? Ihr merkt schon, wir können uns alles sehr detailliert erinnern an Sachen, die wir irgendwie vor einem halben Jahr mal gemacht haben. Wenn überhaupt. Wo ist es hier noch? Hä? Yeah. Thanks for nothing, St. Dismas. Ach, okay. Siehst du, das habe ich bei meinem Halb-Playthrough gar nicht gefunden. Echt? Nee, habe ich irgendwie übersehen. Vor lauter Eile. Weil es kommt immer darauf an, dass man irgendwas möglichst schnell durchspielt. Und okay, krass. Boah. Das ist so gut gemacht. Now this was a crazy ride. Das ist, glaube ich. Das ist der dritte Teil. Iron of the Pillars. Ja. Hi Nate, wie geht's? Ich habe meinen üblichen Unfug getrieben. Nichts Großes, aber genug, um die Heizung am Laufen und das Weinregal gefüllt zu halten. Ich habe Wind von einer Sache bekommen, die genau das Richtige für dich sein könnte. Solltest du deine Meinung jemals ändern, wäre ich immer zu einem kleinen Ausflug bereit. Liebe Grüße von Chloe. Chloe. Und hier ist auch noch was. Not really my style anymore. Das sind seine Gürtelschnallen aus den alten Spielen. Ja, stimmt. Geil. Und ich suche schon ewig so einen Gürtel, der so eine große Schnalle vorne dran hat. Ja. Die sind gar nicht so leicht zu finden übrigens. Ich arbeite doch an meiner David Hasselhoff. Ich wollte gerade sagen, bist du dann immer mit so einer Pose, wo du dann so die Daumen so links und rechts neben der Gürtelschnalle hast, ja, und immer dann so dastehen. Auch die Frisur ist entsprechend. Ja. Ja. Und was es hiermit auf sich hat, das zeigt euch Michi dann in der nächsten Folge Trivia. Es ist sehr, sehr lustig. Und danach wird es wunderschön und wir erzählen euch sehr viel über Naughty Dog. Bis dann.